Lialo, heute mal ein Hinweis für all diejenigen, die sagen, meine Desktop-Umgebung gefällt mir eigentlich, die zum Beispiel bei Ubuntu 15.04 dabei ist. Macht euch doch eure eigene mit der Programmiersprache, die ihr am besten versteht, weil die Programmiersprachen haben ja die Möglichkeit, Programme zu schreiben. Hier zum Beispiel, das hier ist ein Programm, das läuft im Vollbildmodus. Und die beim Betriebssystem bereits vorhandenen Elemente zum Starten habe ich jetzt ausgeblendet. Ja, könnt ihr ja machen. Bei Ubuntu 15.04 zum Beispiel habt ihr dieses Unity-Panel da an der Seite. Das könnt ihr ausblenden lassen mit entsprechenden Optionen. Oder habt ihr ein Mate-Desktop, könnt ihr die Panels ausblenden oder die Leisten oder ganz entfernen. So dass ihr ein Programm im Vollbildmodus laufen lassen könnt. Das hier zum Beispiel könnte dann eine Art Ersatz-Desktop sein, den ihr so gestaltet, wie ihr den gerne möchtet. Hier habe ich einfach mal in Lazarus mal was vorbereitet. Das könnte so aussehen. Denn die Programmiersprachen bieten die gleichen Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel könnte ich mir hier ein Pop-up-Menü machen, gestartet durch den Tux da oben, den Tux in der Ecke. Und von da aus kann ich natürlich auch ein Terminal starten. Und viel mehr braucht man erstmal gar nicht für ein Betriebssystem für den Desktop. Zum Beispiel habe ich hier Firefox. Nun, das ist eigentlich nur ein Button mit einem Firefox-Logo und einem Hinweistext, einem Hint. Ja, sobald ich mit der Maus drüber gehe über den Button, der das Firefox-Logo hat, erscheint der Firefox. Wenn ich draufklicke, würde Firefox erscheinen, mache ich jetzt hier nicht. Thunderbird das gleiche. Das hier ist auch nur ein Button, der hat auch einen Hinweistext. Und diese Hinweistexte benutze ich im Folgenden in meinem Programm als Startkommando. Nicht nur, dass man die einblenden lassen kann, weil da ein Text drin steht. Und weil da ein Text drin steht, kann ich diesen Text auch benutzen als Startkommando. Hier habe ich mir aus Radio-Buttons, das sind so Knöpfe, kann man draufklicken, nur einer, 1, 2, 3, 4, 1, der Felder ist frei. So, hier habe ich zum Beispiel mal auf eine andere, scheinbar andere Arbeitsfläche gewechselt. Das ist gar keine andere Arbeitsfläche. Das funktioniert so ähnlich wie Tabbed Browsing. Hier habe ich einfach einen weiteren Workspace hinzugefügt. Das kann man mit den Programmiersprachen, das ist überhaupt kein Ding, da gibt es fertige Sachen dafür. So, und auf dieser Arbeitsfläche scheinbar habe ich einen weiteren kleinen Button und der hat auch einen Hint, einen Hinweistext und dieser Hinweistext ist wie gesagt im Folgenden in meinem Programm gleichzeitig das Startkommando, hier in dem Fall Firefox, http, youtube.de. Ja? Ich mache mir also einfach nur einen Button, der hat das YouTube-Logo, startet dann hinterher mit einem Ereignis on-click, wenn ich jetzt draufklicken würde, Firefox, Leerzeichen und gleich die URL dahinter. Files zum Beispiel ist ein Label und hier wird bei meinem Programm automatisch der Dateimanager rausgesucht, der hier bei dem Betriebssystem dabei ist. Files ist nur ein Text und wenn man da drüber geht, wird der Hint, der Hinweistext angezeigt und wenn ich da drauf klicke, wird das entsprechende Kommando ausgeführt. Hier in dem Fall der Dateimanager Kaya, der hier bei Ubuntu Mate dabei ist. Hätte ich jetzt nicht Ubuntu Mate, sondern genau nur Ubuntu, würde Nautilus erscheinen. Des Weiteren habe ich die Uhrzeit hier einblenden lassen und Datum. Außerdem habe ich das, was ich in meinem letzten Demo gezeigt habe, NumLock und CapsLock, dass man die anzeigen lassen kann, hier eingefügt. Und dieser Knopf dient schlicht und ergreifend dazu, dass man das Programm überhaupt beenden kann. Und dann sieht man nämlich den echten Desktop. Hier habe ich noch eine Frage eingefügt. Wollen Sie wirklich? Yes. So, und hier sind wir auf meinem echten Desktop, der die ganze Zeit schon da war. Mein Programm, hier ist also das echte Mate-Panel, das habe ich ausgeblendet. Und verwende einfach nur mein Programm. Das ist ein ganz normales Programm wie jedes andere. Hier unter Lazarus. Diese Programme haben die Möglichkeit, Symbole und Objekte auf dem Programm abzulegen. Zum Beispiel, das hier ist ein Button. Den habe ich mal Firefox Bitbutton genannt. Warum Bitbutton? Weil dieser Button Eigenschaften hat. Zum Beispiel eine
Bitmap mit aufzunehmen. Wenn ich mal drauf gehe, da habe ich einfach das Firefox-Logo geladen aus einer Bilddatei. Kompiliere ich das Programm, ist dieses Firefox-Logo mit im Programm drin. Ich kann dieses Programm zum Beispiel hier unter 32-Bit-Linux dann auch auf einem anderen 32-Bit-Linux ausführen, ohne dass ich das Firefox-Logo separat mitschleppen muss. Es entsteht eine Datei, in der alles drin ist. So, was war das hier mit den Arbeitsflächen? Gut, das ist ein sogenanntes Page Control. Das muss man sich vorstellen, so ähnlich wie früher beim Arzt. Ne? Der hatte so eine Registerkarte. Ach, guten Tag, Herr Reckranner, jetzt muss ich mal gucken, was ist denn Ihre Akte? Ne? Da blättert er so einen Karteikasten rum. Das ist ein Page Control. Ja, Page Control. Gehen wir mal hier drauf. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Wo haben wir die? Group. Auch nicht. Additional Common Controls. Wo waren sie? Da. Common Controls. T, Page Control. Ich kann da auch diese Registerkarten mir anzeigen lassen mit Überschriften. Habe ich ausgeblendet. Stattdessen verwende ich, ne, also hier sind wirklich einzelne Workspaces. Die habe ich jetzt mal Workspace genannt, ne, Arbeitsflächen. Das ist eigentlich ein Typ T-Tab-Sheet, so ein Sheet halt. Darauf ist ein Image, ne? Das hing da auf dem Bild, ne? Das ist ein Image und das Image hat ein Bild, das wäre unser Desktop-Background. Ne? Das Bild habe ich geladen, ist jetzt auch fest verdrahtet im Programm. Und beim nächsten Workspace habe ich einfach ein anderes Image hinten drauf geklatscht. Ne? Und beim nächsten Workspace wieder ein anderes Image drauf geklatscht. So, und hat man das alles gemacht? Jetzt gehen wir mal auf Workspace 4, da ist das rote. Da habe ich noch den YouTube, ne? Das ist auch ein Button. Ne? Der Button hat wieder mal ein Bitmap. So, und wie habe ich dann gemacht, dass die Programme sich starten? Gut, ich benutze hier die Eigenschaft Hint, also Hinweistext. Hier seht ihr Firefox, YouTube, bla bla bla. Diese Ereignisse kann man festlegen, wenn man da drauf klickt. Und Klick. Was soll dann getan werden? Ich habe dann eine Prozedur geschrieben und die gilt für alle Objekte, auf die ich so rumklicke. Zumindest die, die etwas ausführen sollen. Run-Hint-Command habe ich die sinnigerweise genannt, weil was im Hinweis steckt, ne? Also was im Hinweistext steckt, soll hinterher das Kommando sein, das ausgeführt wird, wenn ich draufklicke, also on-click. So, wie sieht das hier aus? Jetzt habe ich noch viel erzählt. Gut, ganz am Anfang des Programms mache ich noch was ganz Besonderes, ne? Wenn das Formular angezeigt wird. Ich weiß nämlich zum Beispiel gar nicht, was für einen Dateimanager habe ich denn gerade. Ne? Streng genommen. Gut, ich könnte jetzt den nehmen, der jetzt hier dabei ist. Hier ist es Kaya, ne? Bei Ubuntu Mate. Aber es könnte ja bei euch wahrscheinlich der Nautilus sein. Oder ihr habt eine KDE-Umgebung, Dolphin oder Thuna, ne? XFCE oder PCMan FN bei LXD, ne? Oder ihr habt das Terminal, habt ihr vielleicht ein GNOME-Terminal oder Konsole oder XFCE 4 oder Mate-Terminal oder das ist jedenfalls nicht immer dasselbe. Ja, obwohl Linux eigentlich mehr oder weniger, die haben unterschiedliche Programme für dasselbe dabei und je nach Name mache ich jetzt Folgendes. Wir haben ja gesehen in unserem Programm, ne, wenn ich auf das Label Files klicke, dann soll sich da was tun. Da soll der Dateimanager starten, der hier zum Linux gehört, das hier gerade da ist. Ich muss also diesen Hint, der da immer so drunter erscheint, erstmal setzen. Ich gucke also erstmal, ob hier einer von diesen Dateimanagern in UserBin existiert. Und wenn einer davon existiert, dann setze ich den Label für die Files den Hinweistext auf den Namen des Dateimanagers, den ich gefunden habe. Das gleiche mache ich mit dem Terminal-Button, mit dem da, der da so ist. Da weiß ich auch noch nicht, welche Terminal hätten Sie denn gern? Ja, gut. So, wenn also einer von denen da existiert in UserBin, das probiere ich hier durch fünfmal, ne? Ich habe diese fünf Strings definiert, vor Igel 1 zu 5, probiert die alle durch. Wenn einer existiert, wenn das Datei existiert, zum Beispiel GNOME Terminal, die Datei existiert in UserBin, dann setze ich den Hinweistext des
Buttons den Hinweistext gleich zum Beispiel GNOME Terminal. Erstmal nur den Hinweistext. Es ist ja noch nicht geklickt, es ist jetzt noch Programmstart in dem Moment, wo es gestartet wird. Aber der Hinweistext ist jetzt zur Laufzeit des Programms zum Beispiel GNOME Terminal, wenn es jetzt zum Beispiel Ubuntu-System wäre. Jetzt kommt der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. Wir haben ja noch gesehen, je nachdem, worauf ich klicke, war noch das On-Click-Ereignis gesetzt. Das habe ich ja Run-Hint-Command genannt. Jetzt soll also aus diesem Hinweistext tatsächlich mal ein Programm ausgeführt werden, das so heißt wie der Hinweistext. In dem Fall zum Beispiel GNOME-Terminal. Nun, jetzt sind die Objekte, auf die ich klicke, aber unterschiedlich. Manchmal ist es ein Label, manchmal ist es ein Bit-Button, manchmal ist es ein Menü-Eintrag. Ich wollte aber jetzt nicht für jeden Klick, für jedes unterkleine Symbolchen eine separate Routine schreiben, ne? Eine separate Prozedur. Also habe ich eine geschrieben, die den Klassennamen des Senders des Objektes heraussucht. Sender, Klassennamen. Und wenn das ein Label ist, dann ist das Kommando ja, vom Sender, der ein Label ist, der Hinweistext. So. Also CMD ist gleich der Hinweistext. Und wenn es ein Bitbutton ist, ist vom Bitbutton der Hinweistext. Und wenn es ein Menü-Item ist, ist von einem Menü-Item der Hinweistext. Schon hatte ich verschiedenste Objekte erschlagen. Ne? Und das kann ich natürlich jetzt für alle machen. Und wenn ihr andere Objekte nehmen wollt, braucht das nur dazufügen. So, wenn der Kommando nicht leer ist, dann geht es ja weiter. Dann starte ich einen Prozess. Ja, ich verklage das Ding nicht. Nee, das macht man hier besser so. Die Prozesskommandozeile ist gleich CMD, also der Hinweistext von dem entsprechenden Label, Bitbutton, Menü-Item. Ja, zum Beispiel, wenn da jetzt drinsteht GNOME-Terminal, dann wird GNOME-Terminal exekutiert, nicht erschossen, sondern ausgeführt. Und schon ist wieder weg das entsprechende T-Process. Also so starte ich die ganzen Brocken und habe das mit einer relativ kurzen Routine erschlagen. Switch Workspace Click. Na, das ist, wenn ich hier oben drauf auf die Radio-Buttons klicke, je nachdem auf wen ich klicke, na, die haben alle ein Ereignis, je nachdem On-Click. Ich wollte aber jetzt nicht für jeden der vier Radio-Buttons eine separate Routine schreiben. Also habe ich gesagt, ich nenne die jetzt pfiffigerweise geschickt so. Der Name von dem entsprechenden Radio-Button ist zum Beispiel, der erste heißt WS1. Wo sehe ich das denn jetzt wieder? So, es gibt hier eine Radiogruppe von vier Knöpfen. Der erste Radioknopf heißt WS1, der zweite heißt WS2, WS3, WS4. Also die vier Knöpfe haben Namen. So, je nachdem welcher es ist, je nachdem, egal auf welchen ich klicke, führt immer diese Prozedur hier aus. Er holt sich dann aus dem Sendernamen den Text raus, in dem Fall WS1, kopiert davon Zeichen Nummer 3 ein Stück, ja, WS1. Schon habe ich eine 1 als String. Ja, String nützt mir nichts, also ich mache aus dem String eine Integerzahl, also eine ganzzahlige Zahl. Und ziehe noch eins davon ab. Ja, warum ist das so? Weil die Active Page, die aktive Seite meiner kleinen Registerkartensammlung von Onkel Doktor, ne, haben wir ja gelernt, die will halt die Page-Index, die bei 0 beginnt. Ne, das war die Page-Control. Ne, die aktive Seite, ja, die aktive Seite, meinetwegen Workspace 1, hat den Index 0 und nicht 1. Die aktive Seite 2 hat den Index 1, die aktive 3 hat 2 und 4 hat 3 als Index. Deshalb muss ich von dem Radio-Button-Name immer noch 1 abziehen tun. So, warum habe ich das wieder so kompliziert gemacht? Nee, eigentlich gar nicht, damit ich nicht viermal sagen musste, wenn auf Radio-Button 1 geklickt ist, dann nehmen die aktive Seite 0. Wenn auf Radio-Button 2 geklickt ist, nehmen die aktive Seite 1. Und so habe ich wieder alles 4:1 erschlagen. Ja, wenn man da so ein bisschen Grips reinsteckt, dann wird der Code auch so ein bisschen kürzer. Ne? Besonders hier, wo man viele, viele Objekte hat. Ja, ich habe ja unzählige Objekte irgendwann. Das sind ja noch wenige. Hier drin sind ja Firefox, ja, Firefox, Thunderbird. Das sind schon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Ja? Und hier auf der Register, da sind schon 12 Objekte, ne? Auf der vierten Seite von Workspace 4 ist ja auch noch ein. Ja, da sind schon 12 Objekte, auf die ich klicken kann. Und jedes dieser Objekte führt dieselbe Run-Hint-Command-Prozedur aus, wenn drauf geklickt wurde. Ja. Und ja, was soll er denn tun? Er holt sich dann, je nachdem was ist, den Hint raus, den Hinweistext und führt den aus, exekutiert. Und damit ist es wieder gut. Warum haben wir jetzt den ganzen Spaß gemacht? Ich wollte euch nur sagen, ihr könnt auch ruhig eine andere Entwicklungsumgebung nehmen, wenn ihr zum Beispiel lieber in C++. Ja? Also wir haben alles schon da. Die Objekte sind frei definierbar. Ne? Die könnt ihr bestimmen, was da auf eurem Desktop passiert. Ihr könnt euch aussuchen, wie der aussieht. Ihr könnt euch aussuchen, wo das Panel zum Beispiel sitzt, oben oder unten. Ihr braucht kein Einstellmenü dafür. Ihr nehmt einfach die Entwicklungsumgebung und sagt, das Ding ist jetzt am Button. So. Ja, und wenn es jetzt meinetwegen ein Unity werden soll, dann wäre es vielleicht links oder sogar rechts. Ja, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe mich für Top entschieden. So, und wenn das Programm gestartet wird, dann habe ich gesagt, dieses Formular, das soll den kompletten Inhalt des Bildschirms einnehmen. Ja, das Formular. Und dieses Formular soll keinen Rahmen haben, also das hier da oben, ne, mit Knöpfe zumachen will ich gar nicht, sondern soll Vollbild laufen und schließen kann ich es notfalls dann halt über den Button Exit, der noch die Question sagt, sollen wir jetzt wirklich Schluss machen? Ich glaube ja. Ne? Ich hoffe, hier mit Kolben zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.